and scream. You make me, you make me, you make me feel so clean. A stout crack over fizzling sounds. My skin itches and twitches around. Go away, away. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ja, wir sind heute unterwegs zur Area One, wo wir die neue Xbox One testen dürfen und die dazugehörigen Launch-Titel. Und ja, ich bin nicht ganz alleine und wir dürfen uns gerne begleiten. Wir werden da etwas mit dokumentieren, auch spielen. Wir werden da etwas mit dokumentieren und auch spielen. Und wir werden auch etwas mit dokumentieren und auch spielen. Make me feel so clean. You make me feel so clean. You make me kick and scream. You make me, feel so clean. Ich hab so einen Hunger. Ich gehe mir jetzt einen Burger in Figur an. Keine Ahnung, wo wir hier sind, aber ich glaube am Arsch der Welt. Irgendwo zwischen Linz und St. Pölten. Falls noch nicht wer gecheckt hat, es geht von Linz nach Wien. Und ja, ich gehe jetzt mampfen. Ja, auf jetzt. Ja, auf jetzt. Hey, warte, warte auf mich! I love and rinse and repeat. It'll leave me feeling complete. Go away, away. 'Cause I don't wanna keep you. I love and rinse and repeat. Hi Leute, wir sind auf dem Weg zur Area One. Wir sind schon ein bisschen eilig unterwegs, sag ich mal. Denn in einer Dreiviertelstunde fängt das Event an und wir haben noch ein Stückchen vor uns, sagen wir so. Ja, auf dem Weg, ich hoffe, ihr hört es nicht, müssen wir uns mal eine Ecke suchen und ganz leise sein. Ey, der Typ, ey, echt so nervig. Haben wir schon viermal angehalten. Zuerst musste er pipi, dann musste er mal essen, dann musste er mal kacken. Ja, inzwischen haben wir es ganz schön eilig. Aber er hört das nicht. Leute, der hört das nicht. Und er hat anscheinend schon wieder Hunger. Dass ihr diesen Wahnsinnigen auch mal seht, schwenke ich mal rüber. Aber der kriegt das alles nicht mit, Leute. Ich höre nichts. Ich fahre nur. Ich krieg nichts mit. Ich fahre nur. Und ich hab Hunger. Ah ja, der hat so einen Tunnelblick beim Fahren, der kriegt gar nichts mehr mit. Wir sind auch schon auf der dritten Spur und fahren schon fast über 50 Stunden, Kamera. Wir fahren noch in der Mitte. Mittelspur. Das ist ein Mittelspurbremser! Genau, wir fahren auf der mittleren Spur, knappe 60, also wir sind relativ schnell unterwegs. Mit unserem Moped-Auto. Genau, ihr kennt das Auto sicher bestimmt vom Mr. Bean-Film, das bei jeder Kurve gleich liegt. Das Blaue. Ja, ich hoffe, wir werden es rechtzeitig schaffen und ein Update gibt es dann später, beziehungsweise bei euch gleich, wenn wir es zusammenschneiden. Und dann erzählen wir euch vom Xbox-Event. Ah! Oh Gott! Alles klar, ich mach mal Pause wieder. Ne, bis später. You make me feel so clean. A stout crack over fizzling sound. My skin itches and twitches around. Go away. So, wir sind nun angekommen in Wien zur Area One Xbox und ja, wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. It'll make me feel so clean. It'll make me kick and scream. It'll make me feel so clean. You make me feel so clean. gewöhnungsbedürftig beim ersten Mal überhaupt nicht auskennt. Und dann war das Ganze jetzt ja eine super Geschichte. Jetzt komme ich schon langsam rein und muss sagen, ja, es macht Spaß. Es gibt nur den Demo-Part in der Arena, wo du nur begrenzt hinlaufen kannst, aber es spielt sich nicht so schlecht. Das heißt, wenn man mal reinkommt mit den Controls, dann glaube ich, könnte das ein ganz gutes Spiel sein. Fazit Ende. Dein Milieu. Nicht mein Genre. Sagen wir so. Ja, es ist Forza. Es ist wahrscheinlich jedes Forza 4. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich es 4er auch schon nicht gespielt habe. Und wer 4er als 4er gemacht hat, wird das wahrscheinlich auch mögen. Das ist so die Standardbeurteilung. Ja. Schaut es euch lieber selber, probiert es halt aus, bevor es euch kauft. Und dann wisst ihr es besser. starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Zinobi. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt von der Area, vom Area One Event, wo man vor allem Titel spielen konnte wie Rise, Dead Rising, Battlefield 4, was hat man noch spielen können, Indie-Titel diverse, Forza 5 oder 4? 5 glaube ich war es, FIFA, ja, und wie gesagt ein paar Indie-Titel. Es war eigentlich nicht so das große Line-Up jetzt, was man anzocken konnte, aber die Titel, die man spielen konnte, waren wirklich sauber rübergebracht, obwohl es auch ein paar FPS-Einbrüche gab. Was mich schon ein bisschen störte, was mich auch ein bisschen störte, waren die Ladezeiten, denn es war eigentlich schon mindestens, oder es kommt auf eine Minute hin und das stört eigentlich schon. Die Grafik war jetzt eigentlich schon gut, nur würdig für eine nächste Konsolengeneration würde ich noch nicht sagen. Aber man sieht ja auch bei der aktuellen Konsolengeneration, was sie noch aus dieser herauskitzeln. Also ich denke mal, gibt der Xbox One 2 bis 3 Jahre und dann sind auch wieder Grafiksachen dran. Ja, ich übergebe jetzt mal an Memento Mori, dass er sein Fazit mal raushaut. Und ja, seht selbst. Und mein Fazit, das ganze Event war schon etwas Besonderes, gibt es leider für die PlayStation nicht. Es gab ich stehe schon am Counter 2, wer leckt mich? Ja, mein Fazit im Großen und Ganzen war es ein tolles Ereignis. Gab es von der PlayStation 4 nicht, das ist wirklich eine gute Marketingstrategie, wobei wir, wenn wir darüber nachdenken, was sie sich alles geleistet haben am Anfang, das bitter nötig wäre, um ihren Ruf aufzubessern. Und ja, es gab gratis Getränke, zumindest eines, Essen, und es war auch nicht so überfüllt, das heißt, man musste sich nicht elendslang anstellen. Und ja, zu den Spielen waren schon, finde ich, ein paar gute dabei. Aber man merkt es, entweder liegt es an der Demo oder an der Konsole, also die FPS-Einbrüche, die waren wirklich gravierend teilweise. Und ja, im Großen und Ganzen war es toll, aber wie gesagt, die Demos, die fesseln einen nicht so. Also es waren ein, zwei Spiele dabei, wo ich mir sage, ja, das muss ich haben. Aber viele Hack-and-Slay, wie zum Beispiel Dead Rising, ich glaube nicht, dass das irgendwie einen bindet, außer es kommt jetzt irgendein wahnsinnig guter Multiplayer. Und ja, jetzt noch 2 Stunden fahren, also ich gebe wieder ab zu dem komischen. Ja, das war mein Stichwort, der komische bin ich. Hi Leute. Und was ich cool finde ist, ich muss nicht fahren. Das ist mal das erste Coole. Das zweite Coole habe ich eigentlich schon wieder vergessen, weil das erste Coole so dramatisch gut ist. Ich weiß das zweite Coole. Nee. Ich weiß das zweite Coole. Ja. Sein Leben liegt in meinen Händen. Egal was ich mache, ich reiß dich mitten in den Händen. Ja, aber ich habe deine Cam in der Hand, das weißt du schon. Okay. Argument. Ist eigentlich kein Argument, aber okay. Ist ein Argument. Naja. Aber wenn du sie nicht kennst, aber da. Das stimmt. Na gut, ja, wir fahren jetzt mal gemütlich zurück. Wir haben keinen Verkehr mehr. Es ist inzwischen 1:30 Uhr. 6. Stunde. Und ja. Ja Leute, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu teilen. Zeigt es eurer Oma. Egal, ob sie was davon versteht oder nicht, zeigt es einfach. Ja. Oder zeigt es eurem Portier. So, Portier. Bei der Arbeit. Portier? Arbeit. Wenn ihr wollt. Arbeit. Wenn ihr aber mögt. Nicht im Bus. Dieses Video ist auf YouTube nicht im Ohr, also ganz besonders im rotlichen Milieu. Da gibt es einige, gibt es sicher einige Frauen, die Battlefield 4 besonders mich sehr ansprechend finden, vielleicht ihn auch, aber mehr mich. Es ist eigentlich ein trauriges Geständnis, wenn Frauen dich anziehen, findest denen du Geld geben musst für diverse Dienstleistungen. For a reason. Ja. Wir sind inzwischen auch wieder ganz lustig drauf, wie man sieht. Beim ganzen Event habe ich schon mal einen kleinen Einbruch gehabt, weil man zockt wirklich so viel, man kann 4 Stunden lang zocken und ja, ich bin eigentlich schon ein Zocker, aber wenn man dann so lange spielt, dann vergeht es einem auch irgendwann, auch wenn man die neue Konsole spielt. Ja, aber ich bin gespannt, welche besser ist, ob die PlayStation 4 der Bringer ist oder Xbox. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren euch zuflamen, was ihr bevorzugt. Ihr werdet auch ein paar Spielausschnitte sehen zu den Launch-Titeln. Und ja, flamet euch voll. Beleidigt euch aufs Tiefste. Seid einmal niveaulos und lasst es einfach raus. Lasst den inneren Schweinehund raus und ja. Entweder das oder ihr diskutiert lieb miteinander, habt Spaß, gebt konstruktive Kritik einander. Denn ich weiß sowieso, dass das nicht funktionieren wird. Auf keinen Fall. Musste das sein. Weiß genau, draußen ist es so kalt, wir können die Fenster nicht runter machen. Und oh mein Gott, 2 Stunden. Naja. Na gut, das war mal so ein kurzes Zwischenfazit, Resümee, was weiß ich. Macht's gut. Wir werden später noch.